Helga Blankensteiner und Michael Lösch. In der Südtiroler Jazz-Szene sind die beiden ein Begriff. Wir sind heute in Lana, in ihrem Zuhause, ihrem musikalischen Stützpunkt. Und hier passiert so einiges. Ja, da wird gekocht, da wird gelacht, da wird gestritten, da wird gewartet und zum Teil wird auch Musik gemacht. Üben, proben und ab und zu machen wir ein Hauskonzert. Ihre ersten musikalischen Erfahrungen sammelte Helga Blankensteiner in ihrer Heimatgemeinde Pfalzen, als Mitglied des Chors und der Musikkapelle. Sie studierte klassisches Saxophon und entdeckte die Begeisterung für den Jazz. Als junge Saxophonistin nahm sie an Wettbewerben teil und spielte bei zahlreichen Jazzfestivals im In- und Ausland. Helga wirkt bei verschiedenen Projekten und Ensembles mit. So ist sie etwa fixes Mitglied der Carla Bley Big Band aus den USA. Zu ihren wichtigsten Bands zählen unter anderem Revenge und Plankton. Heute zählt Helga zu den erfolgreichsten Saxophonistinnen Italiens und schreibt klassische, zeitgenössische Musik.
Ihr engster musikalischer Begleiter ist ihr Lebenspartner Michael Lüsch. Im Rahmen einer Jam-Session haben sich die beiden kennengelernt. Lana meets Jazz. Für Helga und Michael ist es ein musikalischer Höhepunkt jedes Jahr. Sie haben die künstlerische Leitung des Festivals über. Konzerte von internationalen Musikern, aber auch von Musikschülern lassen Lana im Jazz erklingen. Das macht man eigentlich für die Musikschülerinnen und Schüler der Musikschule. Mittlerweile ist das ein ganz tolles Festival geworden, wo man einfach versucht, Jung und Alt zusammenzubringen. Das heißt, Jung und noch jüngere Künstler, die zusammenspielen. Und das ist sehr spannend. Da ist man dann wirklich so ein halbes Jahr beim Denken. Und da macht man Brainstorming. Und das ist wirklich spannend. Das beschäftigt dann ziemlich eine lange Zeit. Das Arbeiten mit Jugendlichen ist fester Teil von Helgas Berufsleben. Sie ist Saxophonlehrerin und steckt Herzblut in das Unterrichten. Neben dem klassischen Einzelunterricht trifft sich Helga auch mit ihren zwei Schülerbands regelmäßig zur Probe. Jugendliche, die dadurch Jazzluft schnuppern. Aber los, Valentin, wenn du so spielst, dann hast du keine Chance, gell? Ich finde, also meine Arbeit ist einfach eine kreative Arbeit mit den Kindern. Und das Tolle ist, dass sie einfach total spontan sein können. Wenn sie spielen, dann geben sie alles. Und das ist etwas Tolles. Also das ist etwas, was man mit Erwachsenen nicht oft hinkriegt. Und die Kinder sind einfach klein und wachsen mit der Musik dann auf. Und das ist toll. Also man hat eigentlich Einfluss und das gefällt mir. In Riva am Gardasee sind Helga und Michael bei Studioaufnahmen. Die beiden wollen eine Eigenkomposition von Helga einspielen. Doch zunächst ist Aufwärmen angesagt. Sich einstimmen auf die eigentliche Aufnahme, denn diese soll später in den Ohren der beiden optimal klingen. Ich kann mir vorstellen, die Studioarbeit ist eine sehr technische Angelegenheit. Ist es dennoch vergleichbar mit Live-Musizieren vor Publikum? Nein, überhaupt. Also man spielt zwar live weiter, man macht es irgendwie, versucht es so zu machen, wie man es auf der Bühne auch machen würde, aber man hört eigentlich jeden Ton, der was da nicht passt. Also im Studio kommt dann immer so die Wahrheit heraus. Kann man was, kann man es nicht? Muss man eigentlich nur was verbessern? Natürlich muss man auch verbessern, aber man kriegt es schon wirklich beinhart und präsentiert, wenn man dann, ob es vielleicht nicht so gut kann. Und vielleicht ist schwierig auch, dass kein Publikum da ist. Dass man hat keinen... Tolles Feeling eigentlich beim Spielen, stimmt, weil man spielt so abstrakt für niemanden, sondern für die Technik, für die digitale Dimension. Und was lernt man daraus? Dass die Jazzer nicht für sich selber spielen, sondern genau, das Publikum. Normalerweise nehmen wir ein Stück zwei, dreimal auf, also es wird alles live gespielt. Und tauchen die dann an, suchen eine, die beste Version aus. Und an der werden noch Korrekturen vorgenommen oder eventuell was ausgebessert oder vielleicht auch ein Solo nochmal drüber gespielt. Viel wird einem Zufall überlassen, weil man hat vielleicht eine Partitur einstudiert oder ein Stück, die Komposition genau einstudiert und bei der Aufnahme kommt sie dann nicht woanders, außer ist aber vielleicht sogar besser, zufällig, weil es gerade im Moment so. Helga und Michael ist es dabei ein Anliegen, so wenig wie möglich auszubessern. Gerade das Lied, was ich heute im Tonstudio aufgenommen habe,
ist eigentlich 20 Jahre alt. Dieses Lied ist 20 Jahre alt, weil ich mich nie getraut habe, das aufzunehmen. Und ich habe das schon vor 20 Jahren als schwierig empfunden und heute genauso. Sie sind da? Okay. Michael hat sich beruflich der Musik gewidmet. Der gelernte Architekt ist seit Jahren als Komponist tätig. Michael hat seine Musiklaufbahn in der Musikschule Lana begonnen. Nach klassischem Klavierunterricht folgten zahlreiche Workshops und erste Auftritte mit Bands. Michael ist auch ein gefragter Komponist. Seine Werke und Arrangements werden von verschiedenen Ensembles und Orchestern aufgeführt. Durch seine jahrelange Erfahrung ist er heute auch als künstlerischer Leiter von Musik- und Jazz-Events tätig. Als Jazzmusiker ist man eigentlich gefasst, dass man etwas Neues muss machen. Also wir improvisieren sehr viel. Deswegen sind wir offen für neue Experimente, für alle möglichen Sachen zwischen Film und Theatermusik und für kleine Bands, große Bands, Solo und Duo und alle möglichen Besetzungen. Die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, lassen Michael die unterschiedlichsten Auftragswerke realisieren. Mit Experimentierfreude geht er an das Komponieren heran. Das kommt eigentlich meistens als Zufall, weil irgendjemand sagt, mach da die Theatermusik oder mach irgendwas anderes, oder schreibe ein Stückchen für das Heidenorchester oder sowas, was ich weiß. Und das sind oft zufällige Sachen, die dann sich als sehr interessant erweisen. Und macht immer wieder Spaß, was Neues auszuprobieren.
dass sich Michael von verschiedenen Musikstilen inspirieren lässt, zeigt auch seine Komposition Klezmeria. Klezmeria ist ein balkanisch angehauchter Song, den ich mal vor 2 Jahren als Duett für 2 Saxophone geschrieben habe. Und dann haben wir es mit unserer Band Revenge probiert und es funktioniert super. Deswegen werden wir es weiterspielen. Und ich hoffe, du wirst reich mit dem. Helga und Michael sind auf vielen Festivals unterwegs. Eine Welt, die die beiden lieben. Treffen sie doch Gleichgesinnte, altbekannte Musiker und gute Freunde. Für eine außergewöhnliche Veranstaltung sind die beiden auch in die Abruzzen gereist. In L'Aquila findet eines der größten Jazzfestivals Italiens statt. Mitten in der erdbebengeschädigten Stadt. Rund 500 Musikerinnen und Musiker feiern hier ihre Lebenslust. Eine ausgelassene Stimmung zwischen ruinierten Gebäuden. Nach dem Erdbeben von 2009 befindet sich L'Aquila noch immer im Aufbau. Doch zeugen die Fassaden vom einschneidenden Ereignis. Die Bewohner der Stadt haben sich an die zertrümmerte Realität angepasst.
Trotz zerstörter Gassen und Straßen liegt an diesem Tag eine gewisse Unbeschwertheit über der Stadt. Ansteckende Musik, die die Trümmerwelt des Alltags vergessen lässt. Das Jazzfestival in L'Aquila wird Treffpunkt des Austausches. Menschen, die dieselbe Leidenschaft teilen und sich durch die Musik verbinden. Mittendrin ist auch Helga mit ihren Musikschülern. Für die jungen Jazzerinnen und Jazzer aus Südtirol ein aufregendes Erlebnis. Und eine große Chance, um zu zeigen, was sie drauf haben. Ein Festival wie dieses bietet den Nachwuchsmusikern die Gelegenheit, sich mit verschiedenen Musikstilen auseinanderzusetzen. Aber auch das eigene Repertoire bestmöglich auf die Bühne zu bringen. Bunt und facettenreich, wie sich L'Aquila im Rahmen des Festivals zeigt, so präsentieren sich auch die Schülerbands Chaotix und The Youngsters. Ich bin selber begeistert vom Jazz und deswegen übertrage ich das, denke ich. Genauso wie jemand Klassik macht und das übertragen tut auf andere oder auf Kinder. Bei mir ist es aber so, ich bin ganz und ganz Jazz. Irgendwo mein Leben hat sich einfach in die Richtung entwickelt und deswegen, sie nehmen es so einfach an und sie nehmen es dankbar an und sie machen ganz tolle Sachen draus. Schieren, ja. Und es gibt keinen Trick oder sowas. Das ist einfach so. Wie breit gefächert das musikalische Schaffen von Helga und Michael ist, zeigen auch besondere Projekte wie dieses. Die Vertonung eines Stummfilmes. Die Norken. Ein Film von Dietmar Gamper und Linda Röhl. Sie haben sich auf die Suche nach den Norken gemacht. Nach kleinen Waldwichteln, die im Passaiertal zu finden sein sollen. Es ist alles genau ausgemessen, untersucht, aufgezeichnet und ingeben. Kannst gleich nachschauen, findest auf alles eine Antwort. Wo du bist, wo was ist, was das ist und wo du hin musst. Das wissen wir alles. Mir gescheiden. Michael hat gemeinsam mit Helga die Musik dafür geschrieben. Für Jazzmusiker, die gewöhnlich gerne improvisieren, ist es eine reizvolle Aufgabe, einen Film synchron zu bespielen. Ober Norden, ha? Die Verbindung von Konzert, Film und Lesung ist für Michael immer wieder eine neue Herausforderung, der er seit vielen Jahren nachgeht. Das mache ich eigentlich schon lange, Stummfilme vertonen, das mache ich schon seit 20 Jahren oder sowas. Und das ist immer wieder ein neues Erlebnis, weil jedes Mal, wenn man einen Film, auch wenn man den gleichen Stummfilm, sei es Charlie Chaplin oder Buster Keaton oder wer auch immer, begleitet, das ist jedes Mal ein neues Erlebnis, weil man dadurch, dass wir und ich und wir müssen mit mir spielen, improvisieren viel. Deswegen ist es jetzt mal wieder neu. Und also die Filme sind meistens eine Partitur, wo man alles Mögliche auslesen kann. Helga Blankensteiner und Michael Lösch leben die Musik in all ihren Facetten.
In unterschiedlichen Besetzungen und verschiedenen Rollen. Mit Profimusikern oder Nachwuchstalenten. Wo? Erfinderisch und aufgeschlossen entdecken die beiden immer wieder Neues. Zeitgenössische Klänge ebenso wie Klassiker der früheren Jahre. Und zu der Zeit, als Stummfilme noch musikalisch begleitet wurden, passt auch das nächste Lied aus den 20ern. Kann denn Liebe Sünde sein? Jeder kleine Spießer macht das Leben mir zur Qual, denn er spricht nur immer vom Moral. Und was er auch denkt und tut, man merkt ihm leider an, dass er niemand glücklich sehen kann. Sagt er dann zu meiner Zeit, gab es sowas nicht? Frag ich voll Bescheidenheit mit lächelndem Gesicht. Kann denn Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst vor Glück? Kann das wirklich Sünde sein, wenn man immerzu an eine nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt vor Glück? Niemals werd ich bereuen, was ich tat, was aus Liebe geschah. Das müsst ihr mir schon verzeihen, dazu ist sie ja da. Liebe kann nicht Sünde sein, doch wenn sie es wär, dann wär's mir egal. Lieber will ich sündige Mal als ohne Liebe sein. Doch wenn sie es wär, dann wär's mir egal.